zu unserem Gnadenhof ist zu sagen, dass wir hier in Pfalz-Hüchern sind. Ich mache das seit 11 Jahren nunmehr, dass ich mich um alte, vor allem in erster Linie Pferde kümmere. Und meine Freundin Bille, die jetzt auch die zweite Vorsitzende ist, die hat dann irgendwann zu mir gesagt, du Nicole, du finanzierst das ja aus eigenen finanziellen Mitteln. Was hältst du davon, einen Gnadenhof zu gründen? Also haben wir im letzten Jahr begonnen, den Gnadenhof aktiv zu betreiben und haben im September, Bille, glaube ich, letzten Jahres, haben wir ihn dann auch gegründet. Und bei uns sind in erster Linie Tiere, die halt aus schlechter Haltung kommen, Pferde, die keiner mehr haben will, weil sie zu teuer werden, ne, von der Unterhaltung her. Wir haben aktuell 8 Pferde stehen, 4 Ziegen, 3 Schafe, 3 Hühner, 3 Katzen und wir haben die Greifvogelhilfe noch mit dabei. Deswegen haben wir ja auch noch den Harry Dellert, der hat die große Auffangstation in Oberaltertheim und in Oberdürbach. Und bei uns am Hof haben wir die große Voliere. Er peppelt ja die Tiere auf und die werden dann wieder in die Freiheit entlassen. Und dafür haben wir eine Flugvoliere von 16 Metern da oben gebaut, damit sie dann halt in die Freiheit entlassen werden können. Wir sind eine Auffangstation für verletzte Greifvögel und Eulen. Wir haben unsere Station in Oberdörbach, eine Station in Oberaltertheim und eine neue Station bauen wir gerade in Pfalz-Höchheim. Wir helfen praktisch verletzte und verwaiste Greifvögel und Eulen. Die ziehen wir groß oder pflegen sie gesund, wenn sie verunfallt sind oder krank sind, und entlassen die wieder in die Freiheit. Wir haben auch ein einzigartiges Eulenprogramm. Mit den Eulen gehen wir in Schulen, Kindergärten und machen Aufklärungsarbeiten. Also unser Ziel ist irgendwann einmal therapeutisches Reiten für Behinderte anzubieten, Senioren hochzuholen, Demenzkranke zu uns zu holen, damit der Umgang mit den Tieren auch den behinderten Menschen noch ein bisschen Lebensfreude bringt. Und das ist für beide Seiten unheimlich wichtig, weil die Tiere blühen auf dabei, die Behinderten blühen auf dabei. Das macht allen einen ganz, ganz großen Spaß. Und auch die Mitarbeit als behinderter Mensch, ich bin blind, macht natürlich auch wahnsinnig viel Spaß, weil das ist dann mal ein Lebensinhalt, ein Lebenszweck, an dem man sich hochraffen kann. Ne? Nur was ich gesehen und gefühlt habe, das kann ich auch schützen. Das ist unser Motto.